So, 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 hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Im letzten Part haben wir die Koopa-Brüder als tot entlarvt und haben uns auf in Richtung Ost gemacht, wo wir nun das Koopa-Dorf erreichen sollten. Und ich habe damit beendet, diesen Schalter hier zu drücken. Und den drücken wir doch mal direkt. Und eine Brücke erscheint. Wer hätte das erwartet? Und wir machen einfach weiter. Block. Oh, das ist Gegner. Hallo, na? Bam. Ja, das ist jetzt schlecht, da es zwei Gegner sind. Dann werde ich nämlich jetzt Schaden bekommen. Aber naja, ist ja egal. Weil, Dingens, wie heißt er nochmal? Koopario, genau, kann nichts gegen die auswirken. Da er nur springen kann und deshalb ist er verletzt und kann sich eine Runde nicht bewegen. Aber zum Glück habe ich das Abwehrkommando richtig geschafft und deswegen bekomme ich nur einen Schaden. Und wir haben schon wieder über die Hälfte von bis zum nächsten Level ab, meine ich. Das war schlecht. Und wir greifen mit Koopario zuerst an, da ich zuerst den vorderen Gegner zerstören möchte. Jawohl, hat super geklappt. Und jetzt wird der Hammer eins auf die Fresse. Yeah! Pam. Wieder 4 Sternpunkte. Schön. Und so. Den Baum kann ich nicht schlagen. Geht's denn da runter? Glitch. Ah, da ist ein Sternstück, was wir aber erst später bekommen werden. Aber ich denke ich da noch dran, wenn ich da mal vorbeilaufe. Da versteckt sich ein schlafendes Schaf. Und das macht, wenn es funktioniert, die Gegner natürlich schläfrig. Hallo, na? Oh. Viele Gegner sind viel. Erstmal die Schildkröte kaputt machen. Pam! So, Schildkröte erledigt. Jetzt bist du dran. Oh Gott, das war schlecht. Oh Gott, war das schlecht. Naja. Hammer aufs Maul. Und Headbang. Yeah! Ich möchte also springen können. In der Luft einfach nochmal springen. Schon cool. Jo, Münzen. Wie viel haben wir eigentlich inzwischen? Ups. 65. Wow. Der Glitch, ne? Das ist schlimm. Münzen! Ich will noch mehr. Ey! Ich will noch mehr. Mann. Münzen. Ja, und man sieht schon dieser... Was ist denn das? Diese Säule verfolgt uns mit den Augen. Was hat es damit auf sich? Einer versteckt sich erstmal einen Honigsirup. Damit regeneriert man 5 Blumenpunkte. Man sieht schon, die anderen, die verfolgen uns nicht. Nur diese heitere Gesell. Da zeige ich euch was Lustiges. Und zwar... Toll, oder? Eine automatische Heilstation ist das. Und wir gehen erstmal noch weiter. Oh, Münzen! Falle war das. Böse Falle. Böse Falle, bös. So, also... Hammer. Pam. Und Headbang. Und schaffe ich das abwehren? Ja, ich habe es geschafft. Bin ich gut. Heute habe ich einen guten Tag. Ich merke schon. Pam. Oh, schon 66. Uiuiuiui. Und dann. Glitch, hör auf. Ja, man sieht schon, an diesen Block komme ich auch nicht dran. Das wird sich auch erst später zeigen, wie man da rankommt. Und 3! Da setze ich jetzt einfach mal den Pow-Block ein. Da bin ich jetzt echt zu faul. Der macht echt 2 Schaden an allen Gegnern und alle sind von Hit. Yeah! Das ist doch toll, nicht wahr? So, wo geht's da hin? Kein Zugang erlaubt, Mario.
deine lieben Koopa-Brüder. Ah, da komme ich auch erst später hin quasi. Okay. Ja, der. Wie hat er nochmal geheißen? Der Mellow? Irgend sowas. Hat er gesagt, wir brauchen einen blauen Koopa. Nee, einen Koopa mit einem blauen Panzer. Tja. Ja, dann machen wir jetzt doch mal auf die Suche nach eben diesen. Hallo da. Blöcke. Hä? Ich habe jetzt durch den Block durchgeschlagen. Ja, klar. Ja, hallo. Könnte das sein? Bist du Mario? Wir kommen in Koopa-Dorf. Ich wünschte, wir könnten dir einen herzlichen Empfang bieten, aber leider sind wir in haben wir große Probleme. Siehst du, was für eine Boshaftigkeit hier um sich geht? Das Dorf ist in Aufruhr wegen der Fassis. Du. Weißt du, was Fassis sind, Mario? So sehen sie aus. Toll. Böse Typen. Sie sind sehr nervig. Ja, und das ist auch schon einer, man sieht schon. Die klauen den, was dem Panzer, die Panzer. Oh nein, blöder Fassi, gib mir meinen Panzer zurück. Und jetzt rennt er hinterher, weinend. Und befreien wir doch den. Helfen wir doch den Koopa. Und geben ihm seine Panzer zurück. Yay! Danke, Mario. Ich schulde dir was. Ja, gib mir Geld. Geld! Ich könnte nicht ohne meinen Panzer rumlaufen. Das würde mich beschämen. Pass auf, Mario, pass auf deinen Panzer ab, damit sie wieder nicht geklaut werden. Natürlich. Ups, du hast ja gar keinen. Naja, dann war... Pass auf deine anderen Sachen auf. Ja klar. Erstmal wieder alles durchsuchen. Yay, Münzen. Yay. Hallo. Oh, was ist das? Ein getrockneter Pilz. Ein sehr trockener Pilz. Das stellt einen HP wieder her. Hallo. Mein Panzer ist da oben. Was soll ich nur tun? Ich kann ihn nicht erreichen. Naja, vielleicht so. Aha. Und wieder eine Koopa gerettet. Juhu. Du bist der Beste. Danke. Ja, klar. Ja, hallo. Verflucht seid diese dummen Fassis. Sie haben meinen Panzer in den Baum geschmissen. Wie kann man nur so böse sein? Aus welchem Grund? Das war mein bester Panzer. Ja, bitteschön. Hier hast du deinen Panzer zurück. Juhu, danke Mario. Der ist Masern gefertigt, deswegen passt er so gut. Ich meine, wie cool sehe ich aus? Ja, klar. Oh, was ist das? Ein Blatt, das im Koopa-Dorf gefunden wurde. Stellt drei Blumenpunkte wieder her. Ja, cool. Kann man gebrauchen. Oh, Münze. Münze? Hey, was willst du von mir? Erstmal speichern. Safe completed. Noch ein Blatt. Na, ist er. Ist ja wunderprächtig. Oh, was geht denn in dem Haus da hinten ab? Uiuiui. Aber dazu erst später mehr. Helf mir erst nochmal einen Koopa. Pam. Glitch. Auch wieder da. Der Mr. Glitch-Co. Ich hätte es wissen müssen. Du bist so clever, Mario. Ja. Ist was anderes erwartet. So. Suchen. Kommt da gerade ein Fassi aus dem Baum? Okay. Und den werde ich nicht helfen können, weil das habe ich bisher noch nie geschafft, den Panzer zu erwischen. Komm her, du. Komm her. Kommst du her? Kommst du her? Dumm. Okay, das gebe ich auf, wenn ich so blöd zu. Ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt kriegen kann. Aber mich interessiert jetzt das Haus da hinten. Wer ist da? Ich bin etwas beschäftigt im Moment. Ja, hallo? Was? Warte, kann das sein? Du bist Mario, nicht wahr?
Du bist es! Mein Name ist Cooper! Oh, ich bin so... psycht? Keine Ahnung. Überrascht dich zu sehen. Wahrscheinlich. Unser Treffen muss Schicksal gewesen sein. Du musst mir einen großen Gefallen. Was? Nee. Ich hoffe, du hilfst mir. Diese wilden Fassi haben meinen Panzer geklaut. Neben meinem Leben das wichtigste ist, was ich besitze. Ich kann nirgends ausgehen ohne meinen Panzer. Sehr peinlich für mich. Das Problem ist, die Fassis sind so schnell, so dass ich sie nicht fangen kann. So, wenn es dir nicht ausmacht, könntest du bitte meinen Panzer zurückbringen? Ich bitte darum. Hey, Mario! Sieht so aus, als sei er sehr schlecht drauf. Wir sollten ihm helfen. Ja, natürlich. Der Fassi, der meinen Panzer geklaut hat, ist innerhalb des Hauses. Ich bewache die Tür, während du ihn schnappst. Los! Ja, dann auf geht's! Los geht's! Oh, man sieht schon, ein blauer Panzer, ist das nicht seltsam? Ah, bleib da! Bleibst du da? Bleibst du da? Bleib da! Bleib da! Bleib da! Bleib da! Bleib da! Bleib da, habe ich gesagt! Bleibst du da? Wo geht denn jetzt hin? Ach nee, ich erinnere mich. Miau! Sind das Katzen oder was? Miau! Komm, finde mich, wenn du kannst. Ja, ja, ja. Gerade wo ich mich verstecke. Ja, die erste Runde war noch leicht. Da. Die bestimmt auch alle gesehen. Ja? Nicht schlecht, Schwächling. Ah, das war nur zum Aufwärmen. Ja, das befürchte ich auch. Ganz links, oder? Ja. Yay. Das muss nur Glück gewesen sein. Jetzt mache ich ernst. Oh Gott. Da oder da? Ich glaube da. Yeah! Nein! Okay, ich gebe auf. Hier, nimm den dummen Panzer. Juhu! Du bist zu gut für uns. Ich werde nicht mehr böse sein. Ich verspreche es. Vielleicht. Ja, vielleicht. Das fürchte ich auch. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Zufällig? Och, und die schöne Musik in Kuberdorf. Hört ihr sie? Finden sie toll. Mario, so, da hast du es. Ich habe bemerkt, dass ich mich gegen die Fassis auflehnen muss. Wenn ich nicht meinen eigenen Panzer zurückbekomme, verliere ich meine Selbstachtung. Mir ist es egal, ob ich keinen Panzer momentan anhabe. Ich werde diesen Fassis zeigen, aus was ich gemacht bin. Wir haben deinen Panzer bereits zurück. Hier, bitte. Bitte schön. Oh, ja, ja, das ist mein Panzer. Genau. Oh, ja, oh, ja. Du hast meinen Panzer zurückbekommen. Juhu. Du bist der größte Mario. Ich schulde dir etwas. Juhu. Ist gut zu hören, dass du, fröhlich bist. Sag Mario, ich habe eine Idee. Kennst du Professor Colorado? What? Ich kenne nur Colorado von Haribo. Natürlicherweise ist er ein Kuba, der ein Professor der Archäologie ist. Er ist auch bekannt als Abenteurer. Genau. Also ich lebe neben ihm. Ich habe Professor Colorado bewundert, seit ich ein kleines Ei war. Nichts würde mich glücklicher machen, als durch die Welt zu reisen und Mysterien
zu lösen, wie er tut. Ja, und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich doch erstmal Schluss.